Sascha von der Bock-News.de. Wir sind immer noch auf dem AMD-Stand und wir schauen uns AMDs Interpretation eines Ultrabooks mal an. Und zwar nennt sich das bei AMD Ultrathin. Und wir haben hier ein Gerät von Compal, einem der größten Notebook-Hersteller hier in Taiwan. Und es hat keinen genauen Namen. Es nennt sich Modell QAU10, was immer das bedeuten soll. Aber lass uns ganz einfach mal ganz kurz anschauen, wie das aussieht. Es ist ein 14-Inch-Display, 1600 x 900 ist die Auflösung. Kein Touchscreen übrigens, ne? Aber rennt hier auf Windows 8. Das ist die neue Trinity APU von AMD. Das ist ein Quad-Core mit 2,1 GHz und hat dazu jetzt auch noch eine AMD Radeon-Grafikkarte eingebaut. 8 GB RAM hat der Spaß und verschiedene SSDs zwischen 128 und 256 Größe. Ich schnapp mir mal das eine Gerät, was hier neben liegt, und dann gucken wir uns das einfach mal an. Wir haben hier einen HDMI-Ausgang. Das ist, Gott, ich vergesse jedes Mal, was das für ein Ding ist. Ist das ein DisplayPort? Ist das ein Mikro? Blablabla. Zu viele Videos die Woche. Zwei USB 3.0, achso, wer es weiß, unten in die Kommentare bitte. Vorne haben wir einen 4-in-1-Card-Reader. Hier haben wir noch ein paar Anschlüsse für Headset und Mikrofon, USB 2.0, Ethernet-Connector, Anschluss fürs Netzteil. Ansonsten ist die ganze Kiste sehr, sehr dünn. Aber ganz ehrlich, es sieht auch wirklich schwer nach einem Prototypen aus. Also im Laden kannst du sowas nicht stellen. Das kommt auch ein bisschen klapprig rüber. Und auch hier diese Glossy-Nummer, da sieht ja einfach schon ein bisschen besser aus. Der ist aber auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, Freunde der Nacht. Das ist dann halt eben mal kurz eine Tech-Demo. Rein verarbeitungstechnisch ist das ungefähr für die Tonne. Wir gucken mal die Variante. Viel, viel besser ist die auch nicht. Aber zumindest ist es, gibt es euch eine Idee von Design für Ultrathins mit der neuen Trinity-Plattform von AMD. Mehr können wir da auch. Oh, siehst du, jetzt haue ich das Ding schon auseinander. Bevor ich hier am AMD schon alles abreiße, machen wir, glaube ich, besser jetzt hier Schluss. Ich bin Sascha von netbooknews.de mit dem neuen Ultrathin von Compal, mit der Trinity-APU von AMD. Danke fürs Zusehen.